Okay, warte, wir schauen uns das Video von Jana an. Hier soll ich nämlich anscheinend tatsächlich auch drin vorkommen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt wie Sack und Hoden. Das Video fängt ja schon wieder komplett beschissen an. Okay. Herzlich willkommen zu diesem weirden, weirden Video, was gerade jeder macht. Wir sind genauso Mainstream wie jeder andere Kanal, deshalb abonniert sofort den Kanal, um keinen krassen Scheiß mehr zu verpassen. Als ob ich die Scheiße abonniert habe, Digga. Wir machen heute meine Top 10 YouTuber. Hörst du mich gerade an? Genau. Darf ich mich? Hilfe! Die macht die ganze Zeit so an meinem Knie, während ich drehe. Das ist schon ein bisschen... Sexual Harassment. Wir machen heute meine Top 10 Lieblingskanäle. Wir haben es. Okay. Ey, Maria ist übel am Haten gegen Jana, Digga. Finde ich schon heftig, Digga. Ohne Witz. Ich habe auch auf Kikos Kanal gedreht und auch auf. Hör auf mich anzutaschen, Alter. Six in it, motherfuckers! Ihr habt übrigens eine neue Möglichkeit, über das Thema Sex zu reden, ohne das Wort Sex in den Mund zu nehmen. Und zwar Süchsen, okay? Eine wegsüchsen. Das ist im Prinzip eine neue Bezeichnung für das Wort. Ihr wisst schon, was ich meine. Und don't touch me, girl! Und auch auf Reginas Kanal sind alle. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in der Bahn sitzt mit einem Homie und sich unterhaltet. Ja, ich habe mich neulich mit einer getroffen. Oh, weggesüchst? Genau. Hast du sie weggesüchst? Ja, ich habe sie weggesüchst. Nachbar denkt sich nur so. Say what? Unten in der Beschreibung verlinkt und ich muss gestehen, ich habe leider gar keinen Platz 10. Ich habe ja keinen Platz 10, weil ich ja nicht zugeben wollte, dass ich Luca auch manchmal schaue. Was ist mit ihrem Gesicht, Digga? Den Twinny Twins. Der Worldwide Wohnzimmer. Ey, was liegen die da so oberkörperfrei? Das ist wie TV Total früher. Fuck übel ab, Digga. Was soll die Scheiße, Digga? Ja, weil der war immer so frei auf die Schnauze. Sückst du? Okay, ich soll jetzt auf das Video eingehen. Ins Gesicht. That's a shit. Die Hater-Interviews finde ich mal ganz besonders interessant. Oh ja. Ich hate da mal eine Frage. Ich hate da mal. Und jetzt darf ich es ja auch mal leaken. Das sind meine Nachbarn. Genau. Oh mein Gott, das genau kam genau in dem Moment, wo bei mir der Bildschirm schwarz wurde und ich dachte so, sie hat genau ins Dings reingeschnitten, aber nein, es kommt nur wieder eine arschgeile Werbung von einem richtig kranken Game. Zieht euch mal rein, wie man jetzt hier, und es ist alles komplett in dichten Nebel gehüllt, wie man sich jede Lastbank zusammenbauen kann. Hier hinten kann man noch diverse Räder anbauen und vorne kannst du noch Stäbe anbauen, die komplett durchschauen, Leute. Das ist absolut Beta, Mann. Und jetzt guckt euch an hier, der Flamm ist alles in dichten Nebel gehüllt, Leute. Das Spiel müsst ihr euch unbedingt runterladen, das ist der absolute Überknüller. Jetzt immer verheimlicht, dass ich direkt neben denen wohne, aber wenn das Video online kommt, wohne ich da schon nicht. Aber ich muss halt auch sagen, wer es bei denen in die Show schafft, ist relevant. Okay. Wer es bei denen in die Show schafft, der ist relevant. Mega. Wir machen direkt weiter mit Platz 8. Das ist eine junge Dame. Deine Fresse so rot wie die von Jana. Ist es halt echt so. Sie redet auf einer ganz besonderen Art. Manche Leute mögen es nicht. Ist das ihr Pitch, ihre Stimme oder ist es ein Sprachfehler? Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist Angry Duck. Ah, ich weiß, was du meinst. Ganz bestimmte Art. Ja. Und spätestens bei dem Video, wo sie über Brüste geredet hat, hatte sie mich, weil ich habe dort Sachen erfahren, die ich selbst nicht wusste. Da hatte sie sich, oder? Oh mein Gott, Anni, du hast da gerade so geile Video über Thema Brüste gemacht. Ich habe so viele Erfahrungen gekriegt. Deswegen ist sie beste YouTuberin von dem, was ich gesagt habe. So guter Content, so guter YouTuberin. Und ich habe gehört, um mich, es geht erst bei 8 Minuten 30. She wants to hug you. Regina? Ist bei dir soweit alles in Ordnung oder soll ich dir vielleicht einen Notarzt bestellen? Mhm. Okay. Genau. Ja, alles klar. Sabine, sorry. Oh shit, der hat eine Freundin. Hallo, ich...
hat Regina erstmal Simon gerade wieder angemacht und dann realisiert, oh mein Gott, Simon, bist du nicht so sexuell erregend? Moment mal ganz kurz. Simon hat doch eine Freundin. Karen in, Motherfuckers! Ich will nichts von dem. Auch nichts von dem anderen. Oh mein Gott, Regina, schrei doch nicht so laut an, Mann, das Oktum, Alter! Mein Örgetrömmelfell! Genau. Mann! Ah! Oh mein Gott, warum ist es gerade so laut, Digga? Die wollen mich doch verarschen. Ich sag dir, wenn du auf Platz 1 nimmst. Ich auch. Wen? Nico. Genau. Warum? Ich weiß nicht, wenn ihr seid ein Dreamteam. Warum das denn? Auf Platz Nummer 2. Genau. Ich kann das nicht. Der liebe Unge. Yes. Auf Platz Nummer 2. Das ist mein Mädchen. Yeah. Bruder, Platz 2. Ich muss zu Unge sagen, ich habe ihn vorher nie geguckt. Mhm. Und seit wir so ein bisschen, seitdem er so ein, zwei Mal reagiert hat, interessiert mich wirklich sein Content. Was für eine dicke Lüge. Das ist die dickste Lüge, die ich jemals gehört habe, Digga. Dass sie sagt, dass sie sich für Simons Content interessiert, nur damit Simon demnächst wieder auf sie reagiert, damit sie wieder mehr Klicks bekommt. Also wirklich, die Taktik von Jana ist so durchschaubar. Es ist die klassische Frauentaktik. Ach, jetzt, wo er mal bei mir vorbeischaut, da interessiere ich mich schon für ihn. Das, wofür du dich interessierst, sind die gottverdammten Klicks, Mann. Verdammte Scheiße, Digga. Suck it to 100k, Alter. Ist so, Mann. Ich kannte die Menschen ja eh nie vorher. So erst, wenn ich Berührung mit den Menschen mache, dann fange ich erst an, die Kanäle von denen zu gucken, weil man hat alles klar. Eine bestimmte Verbindung und man möchte wissen, so, wie geht's bei ihm weiter? Wie geht's bei ihm weiter? Wie viele Abos habe ich heute wieder gemacht? Ach, der Klar, das stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Genau, wie bei unsympathisch. Ich habe auf einmal angefangen, unsympathisch zu schauen, obwohl, es hat alles eine... Aber wahrscheinlich dann festgestellt, Stier, unsympathisch, hat mich noch nie in seine Videos gepackt. Nicht interessant für dich, oder? Gründung, alles ein Grund, alles ein Sinn und, auf jeden Fall finde ich... Nervös. Es fällt dir richtig schwer zu sagen, wer Platz 1 und Platz 2 ist. Aber ich finde, bei Unge, es macht richtig Sinn, seinen Kanal zu gucken, weil er nimmt dir die ganze Arbeit weg. Er fasst alles zusammen. Du musst quasi jeden Tag nur umgeschaut, dann weißt du. Genau. Ganz wichtig. Nie nur Simon umgegucken, weil danach seid ihr befangen. Simon schneidet die wichtigen Stellen nämlich immer raus. Der sixt zu viel, der Junge. Was in der Welt abgeht. Also ich muss aber auch sagen, wirklich, teilweise sind Unges Reactions lustiger als die Videos selbst. Ja. Platz 1. Platz Nummer 1. Okay. Genau. Komm schon! Warum mache ich das eigentlich? Können wir nicht einfach das Video beenden? Nein, du sagst jetzt, wer Platz 1 ist. Man muss es dann. Hallo! Ja, gut, dann ist es halt. Platz 1. Platz 1 ist Inscope 21. Yeah, Boys! Mir gehen langsam die Sachen aus, die ich in den Mülleimer werfen kann, Digga. Problematisch. Aber sind wir ehrlich, Digga, das hat kein Duncan verdient. So nice war es auch wieder nicht. So nice war es das, Digga. Hat kein Duncan verdient. Hey, aber jetzt mal ganz ehrlich, Digga. Wir sind auf Platz 1. Was ist los? Nico! Herzlichen Glückwunsch, Nico! Danke, Regina. Kurz jetzt an Reginas Gesicht reinzoomen, bitte. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen draufbleiben. Genau. Und jetzt wieder rauszoomen. Danke. Verdient der Sieg! Aber wofür eigentlich? Habt ihr mal dem seinen Content angeschaut? Ja. Er ist einfach komplett behindert. Ja. Genau. Was? Was? Stimmt doch nicht, oder? Also Leute. Genau. Da will ich jetzt auch mal von euch eine Rückmeldung hören. Der Content ist doch nicht behindert, oder? Okay. Danke, Leute, ihr seid die Besten. Aber es ist witzig. Ja. Und ich verstehe es nicht, warum. Ach, es hat sich auch alles durch das Mary Fuck Kill entwickelt. Alles, weil ich habe ihn vorher nie geguckt. Das erste, was ich über Nico gehört habe, ist, als er sich mal in die Hose geschissen hat. Das stimmt nicht ganz. Also ja, nein, also ich habe mir nicht direkt in die Hose geschissen, sondern also es ist halt so gewesen. Genau. Ich musste halt aufs. Also ich hatte halt was gegessen, was ich jetzt nicht so gut vertragen hatte. Das kennt jeder, wenn er es nicht gut vertragen hat. Genau. Man bekommt halt Blähungen und so und
Ich hatte eine weiße Hose an, es war an sich alles easy, ich war zu Hause auch und so. Genau. Und das kann man jetzt auch nicht in die Hose geschissen nennen, also, so ist es jetzt wirklich nicht. Ich war nur halt zu Hause und hab halt ein bisschen am Handy gechillt und gemerkt, so gut, hier kommt eine Blähung auf, die auch nicht unbedingt zurückzuhalten ist. Aber man denkt sich halt auch so gut, man ist zu Hause, warum soll man es jetzt auch zurückhalten? Ich will die Story jetzt nicht in die Länge ziehen und auch nicht zu detailliert drauf eingehen, weil das könnte leicht widerlich sein, aber wie nennt man immer so schön diese Redewendung, alles unter 5 Gramm ist noch ein Furz. Die Grenze habe ich dann im Prinzip einfach leider versehentlich überschritten und mehr gibt es dann eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass die Farbe der Hose, wir machen weiter. Okay, was ist das für ein Vollidiot? Nee, aber hey, dass er es öffentlich zugibt, ist es ja wieder sympathisch. Ja, deswegen finde ich gerade seine Videos so spannend, weil ich versuche, hinter seine Materie hinzukommen. Und ihr seht's, Leute, es gibt im Prinzip keine bessere Taktik, Frauen abzuchecken, als einfach zu sagen, ja, ich habe mir in die Hose geschissen. Aber hast du nicht das Bedürfnis in seinen Videos, wenn du dir seine Videos anschaust, dass du ihm eine Faust ins Gesicht geben möchtest? Nein! Genau. Alter, was geht bei der Asiatin? Ich muss wirklich sagen, die Asiatin ist wirklich sehr aggressiv. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also da muss ich wirklich sagen, die Asiatin ist ja komplett am Aufdrehen. Soll ich sie nicht auch einfach mal fragen? Und die Asiatin, bekomme ich da nicht das Bedürfnis, ihr den Ding-Dong in die Fresse zu schlagen? Was ist denn das für eine Zusammensetzung hier? Sie guckt sich wahrscheinlich meine Videos an. Wenn ich das Video gerade so angucke, bekomme ich das Bedürfnis, dem Typ eins auf die Fresse zu hauen. Ich glaube, du solltest mal eine Runde meditieren. Man wird erst auf. Genau. Das war was anderes. Das sind aber gewisse Menschen, wenn man irgendwie mit denen irgendwie in Verbindung ist. Genau, weil vorher interessieren mich die Menschen nicht. Ich reiß mal ein Stück Pizza ab, bevor du ein Salat isst. Genau. Geil. Also was ich sagen wollte, Leute. Natürlich gucke ich auch noch weitere YouTube-Videos, aber das ist der aktuelle Stern, den ich gerade am häufigsten. Am häufig. Versprecher-Emote in die Kommentare. Kamera einfach mal aus. Genau. Aber hey, bevor wir abschalten, Däumchen da lassen, nicht vergessen, abonnieren, ganz wichtig, weil sie hat schon fast ihre 100.000. Oh ja! Oh ja! Oh, nee. Genau. Ich abonniere nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Wenn ich, gute Antwort, gute Antwort. Hauptsache Video über 10 Minuten. Ich frage mich nur gerade, wann kommt das Mary Fuck Kill, was Jana und ich zusammen gedreht haben online? Ich frag dir mal kurz. Jana, du elendiges Stück Scheiße. Jetzt bin ich gerade on stream mit 13.707 Zuschauern und will dein Video anschauen, beziehungsweise unser Video, das wir gedreht haben, und es ist nicht online. Was ist da los? Oh, diese Melodie ist mir gerade mies im Kopf geblieben. Okay, gutes Video, gebe ich einen Daumen nach oben. Da muss ich aber dann auch danach auch ganz dringend los.